Ein pikanter Skandal bahnt sich den Weg durch die politische Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Der AfD-Stadtvertreterin aus Schwerin, Petra Federau, wird vorgeworfen, jahrelang junge deutsche Frauen für einen Escort-Service in Abu Dhabi angeheuert zu haben. Ob die Nachricht in der Tat stimmt, bleibt ungewiss. Frau Federau selbst schweigt dazu. Ebenso reserviert der Sonderausschuss zur Ermittlung des Umganges des Schweriner Jugendamtes mit den Kindesmissbrauchsfällen im Verein Power for Kids. Dort sitzt nämlich die Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen. Eine ziemlich heikle Angelegenheit. Ich habe jetzt auch die Presse jetzt nicht gelesen in dem Sinne, aber ich habe das mitbekommen, dass da offenbar berichtet worden ist in den Medien über diese Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Escort-Service. Aber wie nachhaltig das belegt ist, dazu kann ich nichts sagen. Und ich weiß auch nicht, von wem die Behauptung im Grunde genommen kommt. Zufall oder nicht, die skandalöse Enthüllung kommt nur einen Tag nach dem AfD-Triumph bei den Landtagswahlen in drei Bundesländern ans Licht. Doch auch zuvor sorgte die AfD in Schwerin für Schlagzeilen. Im Januar wechselte CDU-Urgestein Dr. Hagenbrauer urplötzlich zur Alternative. Damit konnten die Rechtspopulisten eine Fraktion im Stadtparlament bilden. Ein herber Schlag für die CDU. Nach dem schicksalhaften Wahlsonntag machen sich nun Christdemokraten in ganz MV ernsthaft Gedanken, was im September noch alles auf sie zukommen könnte. Wir haben viel gemeinsam erreicht und deswegen, glaube ich, soll man sich auch nicht krumm machen, soll auch durchaus sagen, was erreicht worden ist. Wir sollen weiterhin offen mit dem Problem umgehen, sie auch andiskutieren. Und was die Frage der AfD betrifft, ist es relativ einfach zu beantworten. Wir müssen sie uns mit ihr in der Sache auseinandersetzen. Die AfD muss ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus als rechtspopulistische Partei klären, um überhaupt in irgendeiner Form auch koalitionsfähig zu werden. Die Landes-SPD, vor allem in Persona von Erwin Sellering, gibt sich nach außen relativ gelassen. Der langjährige Landesvater genießt nach wie vor eine große Beliebtheit im Lande. Außerdem tragen die Sozialdemokraten viel zur Integration von Flüchtlingen in MV bei. Hierzulande ist der SPD offenbar keine Richtungslosigkeit vorzuwerfen, denn genau daran scheinen die Parteigenossen bei den Wahlen gescheitert zu sein. Ich finde, die Ergebnisse zeigen zweierlei für die SPD. Einmal, dass im Moment die Partei an sich nicht sehr hoch im Kurs steht, offenbar. Aber andererseits engagierte Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten von der SPD durchaus die Möglichkeit haben, Wahlen zu gewinnen. Und daran werde ich anknüpfen. Die Linke hat einstimmig und mit viel Elan eigene Kandidaten aus Schwerin ins Rennen um die Landtagsspitze geschickt. Der traditionelle Wählerstamm der Partei sieht nicht unbedingt nach besagter bürgerlicher Mitte aus, die die AfD ins Landesparlament katapultieren soll. Zu den knapp 20% der Wählerstimmen von 2011 würde die Linke laut aktuellen Umfragen sogar noch 0,5% dazugewinnen können. Doch die Stimmung in der Partei ist trotzdem alles andere als rosig. Wir haben im Wesentlichen an Nichtwählerinnen und Wähler verloren. Und das sagt mir, dass wir mit unseren Alternativen stärker die Bürgerinnen und Bürger erreichen müssen. Denn die Wahlergebnisse zeigen deutlich, wer sich für Solidarität, für Demokratie, für Toleranz und Weltoffenheit einsetzt, wer die Arbeitslosigkeit bekämpft und Hartz IV reformieren will, der hat keinen Zuwachs bekommen. Das trifft auch die Linke. Laut der jüngsten INSA-Umfrage könnte die AfD bis zu 16% der Wählerstimmen für sich gewinnen. Zu den Siegern soll allerdings auch die CDU zählen, mit einem Plus von 6% und insgesamt knapp 29% der Stimmen. Eine verheerende Niederlage hingegen prophezeien die Wahlorakel den Sozialdemokraten, einen Verlust von 13,5% der Stimmen. Dieses Kann-Szenario wäre bis September natürlich noch zu ändern. Die Entscheidung über die Fähigkeiten der großen Parteien liegt allein bei den Bürgern. Ich habe das Gefühl, die Politik hat total den Kontakt zu den Menschen verloren, regiert an ihnen vorbei. Und wenn sie Quittung bekommt, dann findet sie Ausflüchte. Aber zufrieden kann man auf gar keinen Fall sein. Was mich stört, ist die Frage, wie können wir die Menschen noch besser mitnehmen? Wie können wir das, was passiert in Fragen Bildungsmaßnahmen, Verbesserung in der Schulabbrecherquote, verbesserte Versorgung in der Kita-Versorgung, kommt das wirklich bei den Menschen an? Wird das auch wahrgenommen?
So würde sich die Alternative für Deutschland selbst gerne sehen. Deutsch, elegant, tugendhaft. Die Realität mag wohl ganz anders sein. Jedenfalls wird nun den Siegern aus der rechten Ecke genau auf die Finger geschaut. Nicht unbedingt zu deren Vorteil.